ترجمه موجود. Das ist kein alltäglicher Besuch. Es gehört zu einer der schönsten Aufgaben eines Außenministers, eine Botschaft zu eröffnen. Und das ist auch ein klares Signal, dass wir eine neue Seite aufschlagen, dass wir unsere Beziehungen nachhaltig verbreitern und vertiefen wollen. Und dieser Besuch ist auch ein klares Zeichen des Vertrauens. Des Vertrauens in unsere irakischen Partner, an die Stabilität der staatlichen irakischen Institutionen und der Resilienz der Gesellschaft in diesem Raum. Und ich freue mich sehr, den Direktor der Bundespolizei, General Michael Takacs, hier als Teil meiner Delegation zu haben. Er wird heute gemeinsam mit seinem irakischen Counterpart ein Memorandum of Understanding über die Polizeikooperation unterzeichnen. Da geht es um Bekämpfung des internationalen Terrorismus, Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Das sind auch Themen, die uns einen, wo wir gemeinsame Interessen haben. Und ich freue mich auch, dass uns gelungen ist, zwei wirklich, muss man sagen, bahnbrechende Übereinkommen im Bereich der Migration und der Rückübernahme zu unterzeichnen, an deren Umsetzung wir jetzt eigentlich täglich arbeiten und die für beide Seiten auch, glaube ich, wichtig sind. Und ich danke auch für die fortgesetzte gute Zusammenarbeit in diesem Bereich. Ziyarat. السيد الوزير إلى بغداد أيضا لها علاقة بإعادة فتح سفارة العراق السفارة النمساوية في بغداد، وهذه خطوة مهمة جدا، ونشكر معالي الوزير والوفد المرافق والحكومة النمساوية على هذه الخطوة المهمة في إعادة فتح السفارة النمساوية. وأنا متأكد أن مع فتح السفارة النمساوية فإن العلاقات الجيدة الموجودة بين البلدين سوف تتطور